Der Mercedes GLC bekommt ein Facelift. Nach 3,5 Jahren Bauzeit spendieren die Schwaben dem Mittelklasse-SUV eine umfangreiche Modellpflege. Äußerlich halten sich die Veränderungen, wie schon bei der C-Klasse, allerdings in Grenzen. Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer werden etwas schmaler sowie flacher und passen so besser zur aktuellen Designsprache von Mercedes. Die LED-Rückleuchten tragen eine neue Leuchtgrafik. Auch innen haben die Designer keine Revolution angezettelt. Lediglich das in 2 Versionen erhältliche Lenkrad wurde komplett erneuert. Und ein Touchfeld auf der Mittelkonsole ersetzt zukünftig das bisher eingesetzte Drehrad. Für die Veränderung im GLC sind eher die Softwareentwickler verantwortlich. Mercedes setzt jetzt nämlich auch in seinem Mittelklasse-SUV MBUX ein. Das Infotainment-System kennt man bereits aus der aktuellen A-Klasse. Der Fahrer kann seine Befehle über ein Touchscreen, das Touchpad sowie per Sprach- oder Gestensteuerung an das System richten. Bei der C-Klasse hatte das System noch gefehlt, beim GLC kommt es jetzt. Ab März ist der überarbeitete GLC bestellbar, im Sommer 2019 werden die ersten Fahrzeuge dann ausgeliefert. Autobild rechnet damit, dass die Preise bei rund 50.000 Euro beginnen.